Dankeschön. 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 Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Nummer 4 in dieser Woche, zum 26. November 2020. Late Night Gaming am Donnerstag. Hi. Moin, Jungs. Was geht? Was geht bei euch? Bei mir natürlich auch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung und auch gleichzeitig zur letzten Sendung dieser Woche. Danach gehen wir ins Wochenende, ne? Allerdings haben wir noch anderthalb Stunden Fortnite-Scrim-Runden bzw. Fortnite vor uns. Was Neues gibt es heute mal wieder nicht. Von daher können wir eigentlich direkt beruhigt reingehen, wenn die erste Scrim-Runde denn schon bereit wäre. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja, 55 Sekunden haben wir noch. Was machen wir in diesen 55 Sekunden? Wir haben noch 55 Sekunden bis zur ersten Scrim-Runde. Keine Ahnung, was man da machen kann, soll, darf oder nicht. Muss, vielleicht auch. Egal. Was ich auf jeden Fall sagen kann, diese Woche hat mir Fortnite bisher relativ viel Spaß gemacht. Also Montag war okay, aber Dienstag, Mittwoch, die Scrim-Runden, wir haben nicht immer alle voll ausspielen können, ist auch okay. Wird auch nie so sein, dass man alle Scrim-Runden richtig gut spielt und gewinnt. Alles gut. Aber bisher hat diese Woche Fortnite sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich aber auch gestern schon erwähnt. Habe ich gestern schon gesagt. Und ich hoffe natürlich, dass es selbe für die heutige Sendung auch wieder gilt, dass ich erstens in eine gute Scrim-Runde reinkomme, wo die Lobbys auch stacked sind und so weiter und so fort, wo sich die Leute an die Regeln halten und natürlich, dass Fortnite an sich auch ein tolles Spiel ist heute wieder und mir den nötigen Spaß gibt, den ich halt einfach dabei brauche. Ganz genau das erhoffe ich mir. Das hätte ich gerne. Das wäre ganz gut, da hätte ich Bock drauf und da würde ich dann auch somit ins Wochenende reingehen. So, wir gehen jetzt auch rein, rüber, gucken uns gleich natürlich noch den Shop an und die erste Scrim-Runde, da gehen wir auch rein. Die wird heute definitiv gespielt. Eine haben wir zumindest von dreien da. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Halli, hallo. Runde startet genau in diesem Moment und ich werde landen am Baum. Ganz genau. Hallo. Welcher Baum? Einfach mal wieder den falschen Baum anvisiert. Den falschen Baum einfach. Och, was soll das denn? Es kommt jemand mit. Ich habe einen besseren Job. Er bekommt die fucking Waffe, Digga. Ah, das war so obvious. Och, ey. Gut. Ich glaube ganz, ganz stark, dass es auch die letzte Scrim-Runde für den heutigen Abend schon gewesen sein wird. Denn die nächste kriegen wir nicht mehr voll, die nächste Runde. Er ist halt sogar auf PS4, ne?
Gut, GG. Sehr guter Start in den Donnerstag rein. Ach, Jungs. Ich 50-50 ihn ist natürlich nicht wirklich sinnvoll. Vor allen Dingen, natürlich, wenn ich weiß, dass es ein Maus-Tastatur-Spieler ist, ist es dreimal nicht sinnvoll, ihn zu 50-50. Denn die Leute oder die Jungs, die da auf dem Mausrad spielen, müssen einfach nur so ein bisschen an ihrem Rädchen da drehen und dann können die ganz, ganz einfach ihre Waffe aufheben. An einem Rädchen drehen ist natürlich ganz, ganz viel und deutlich einfacher, als einfach nur auf einen Viereckknopf zu drücken. Das ist schwerer. Viereckknopf, da musst du noch richtig anvisieren, du musst richtig diese Waffe angucken, da muss auch der Viereckknopf erscheinen, dass du das nehmen kannst und so weiter. Es ist nicht so einfach, auf Controller Waffen aufzuheben und auch sein Inventar zu sortieren. Es ist nicht einfach. Wer sich das als einfach vorstellt, ist es nicht. Wir verbringen jetzt natürlich die restliche Zeit ganz normal in den Public Room. Ich bin einfach als Erster gestorben. Als Erster. Wie geil. Nice, einfach. Sehr guter Kappel wieder, oder? Sehr guter Espresso. Benni, herzlich willkommen, hallo. Knossi ist hier noch nicht, ne? Nee. Knossi ist nicht hier. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Benni, aber Knossi ist hier. Ich sehe ihn nicht. Knossi? Nee. Ist nicht hier. Ich bin noch nicht Knossi. Naja, egal. Hat jemand einen Spaß? Er hatte Spaß. Beziehungsweise ich habe jetzt den Spaß. Aha. Ach ja. Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich. Schade eigentlich, dass er. Schade eigentlich, dass da in dem Haus einfach jemand so steht, dass er genau meine Füße sieht. Echt extrem, extrem schade. Auch wo ich gerade mir diesen Spaß halt geholt habe. Extrem schade, dass der genau so steht, dass er mich halt sieht. Boah, das ist ärgerlich, du. Ich meine, ich hätte ja nicht eine Etage, zwei Etagen, drei Etagen oder vier Etagen oder auch auf dem Dach stehen können. Nein, ich stehe unten. Ich hätte auch im Keller sein können. Wer sieht mich ganz genau? Cool. Cool. Egal.
Ich bin nicht Jens Knosella. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Würde aber auch, steht aber auch, hier unten irgendwo steht aber auch der Name. Also da steht ja nicht The Real Closing. Da ist vielleicht eine Verwechslung vor. Bin ich nicht. Gut, ich lande in Salty Springs. Vielleicht wieder auch nach Spaß. Wurde auch sehr, sehr schnell gelasert gerade. Ich konnte gar nicht reagieren mit dir. Ich muss dazu auch sagen, ich wollte gerade ansetzen zu einer Aktion in dem Moment. Und dann wurde ich gelasert. So ganz unglücklich. Diese Aktion war dann natürlich hinfällig. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Abigans? Bitte ruhig. Ui. Ui. In den Shop. In den heutigen Item-Shop haben wir noch nicht reingeguckt. Und es gibt Items in dem heutigen Item-Shop. Die sind aus einem bekannten amerikanischen Sport. Welcher das ist, sage ich gleich nach der Runde. Ha. Haben wir einfach nicht mehr geschafft, den anzugucken. Tut mir leid, sorry, kann da nichts für. Ich dachte, es dauert länger. Sorry. Sorry, ging jetzt nicht. Hat jetzt nicht anders gepasst, irgendwie. Ging jetzt nicht anders. Machen wir gleich. Elena. Mach den nochmal. Leck. Oh. Planet Stark Industries. Könnte eine schnelle Runde werden, aber waren es die letzten beiden ja auch. Map lädt aber nicht. Oh, wie schade. Der PC ist einfach überfordert. Warum das denn? Ich verstehe das gar nicht. Es sind nur 4 Monitore dran. Ein Stream und ein Spiel auf 144 FPS. Fertig. Thank you.
Ey, ich komme nicht hoch. Das Gefühl, dass ich hier heute schon mal hochgelaufen bin. Ich wollte in derselben Runde sein. Hey, block mich! Ich hab nur so eine ganz leichte Befürchtung habe ich. Ich habe eine ganz leichte Befürchtung, dass es gameplay-technisch heute teilweise sehr unglücklich werden könnte, beziehungsweise werden wird. Ich habe da so eine leichte Befürchtung, aber alles gut. Ich meine, ich habe jetzt 30 Runden schon gespielt, innerhalb von 17 Minuten. Ist an sich eine gute Quote, wenn man ins Guinness Buch der Rekorde gelangen möchte, mit den meistgespielten Runden in der geringsten Zeit. Dann bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg damit. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade wieder etwas unglücklich verlaufen ist. An sich, ich habe gar nicht schlecht gespielt. Habe die Leute gut abgeaimt. Ist auch egal. Ich habe Kills gemacht, was ich da auch machen muss. Aber dann stand Iron Man vor mir. Ich habe ihn angeschossen. Er hat natürlich seine Spezial-Superkraft aufgeladen. Und auf einmal stand hinter mir ein Bot. Und der hat mich geblockt. Dann kam ich nie mehr weg. Auf einmal war ich tot. Unglückliche Szene. Aber egal, schwamm drüber, wir gehen gleich in die nächste Runde rein. Vorher gucken wir uns den Itemshop an. Wie gesagt, es gibt sportliche Skins. Was ist es? Fußball? Ist es Tennis? Ist es Golf? Nein, nichts davon. Es sind die NFL-Skins. Die gibt's doch wieder. Neue, brandneue NFL-Skins. Da. Bitteschön. Repräsentiere dein Team. Nächstes Jahr im Februar ist wieder ein Super Bowl, wie jedes Jahr natürlich. Eigentlich haben wir bis dahin noch exakt 3 Monate Zeit. Aber es gibt jetzt schon die ersten NFL-Skins, warum auch immer. Und es gibt neue, es gibt einfach neue, weil die haben ja mittlerweile auch andere Trikots. Die Trikots von der letzten Season sind ja schon alt. Von der letzten Season zum Beispiel habe ich die NFL oder habe ich einen NFL-Skin, wo man dann natürlich jede Mannschaft einzeln auswählen kann. Aber mittlerweile gibt es neue Trikots und da hat sich Epic Games gedacht, zu diesem Anlass bringen wir auch neue NFL-Skins raus in dieser Season. Hammermäßig. Wie nice. Sogar diesmal mit Heim- und Auswärtstrikot. Sehr gut. Natürlich auch in der Damen-Variante. Klar. Möchte ich aber nicht spielen. Oh. Das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. Stell dir mal vor, man hat so ein Raiders-Logo einfach. Als Becken. Oder New York. Oder einfach eine Hufe. San Francisco 49ers. Wir gehen wieder rein. Bye.
Doom's Remain. I don't deserve you, I shouldn't curve you. Oh, buddy, yep, yep. Oh, warte mal, ist die Kiste da? Die ist gerade erst respawned. Aua. Das tat jetzt gerade weh. Ich weiß gar nicht, ob ich die nur schon pushen soll, ne? Ich dachte, er one-pumpt mich jetzt einfach, weil ich auch nur 80 AP habe. Hilfe! Aber doch nicht mit dem Jetpack. Ich flieg doch jetzt hier nicht rum. Ich flieg doch jetzt hier nicht durch die Gegend. Hallo. Mach kaputt. Das sind aber auch, das sind auch die Leute mit der besten Strategie, die einfach in Doom's Domain landen, auf dem Helikopter und dann wegfliegen. Wie nah, also das ist wirklich so eine gute Idee. Wow. Wie nice einfach. Richtig hammermäßig gut. Oh. Richtig gut ist das. Das ist richtig gut. Ich da eine gescheite AR. Ja, die ist gescheit. Ach komm, Jungs. Ja gut, hab keinen Bot hier gefunden, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach rein unten zum Tresor, glaube ich. Der ist nämlich schon offen oder da wird noch wild gefeiert. Ich weiß nicht. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Ich wollte da was bauen, Mann. Oh. Ey. Ich weiß nicht, was ich ihm für Hit gegeben habe. Weiß nicht, ob das reicht an HP. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Egal. Spaß. Hä? Unten? Wir sind unten, ne? Er ist schon wieder so weird auf mir und ich kann ihn nicht sehen. Oh, was soll ich denn da machen, Alter? Jedes Mal, also ich glaube, ich brauche gar keine Spaß zu haben, weil ich sterbe jedes Mal einfach daran. Ich glaube, ich brauche mir gar keine Spaß jedes Mal machen oder wenn ich den Spaß sehe, einfach dran vorbeigehen, weil jedes Mal, wenn ich eine habe, sterbe ich.
Punkt. Das ist nicht gut. Er stand ja irgendwie, er stand ja auf meinem Kopf. Er stand ja auf mir, stand er drauf. Und dann habe ich ihn nicht sehen können. Er ist ja dann so ein bisschen runtergebackt und keine Ahnung, rechts oder links hin. Hab noch probiert zu schießen. Wäre vielleicht auch ein 200er gewesen, wenn ich schneller gewesen wäre, keine Ahnung. Aber in dem Fall war das halt einfach dann nischte. Also nichts. Och Mann. In 3 Minuten übrigens in diese Scrim-Runde. Immer noch 2 Minuten. Fuck. Hallo. Ich hasse es. Man hat sich so hochgebaut. Und dann vielleicht irgendwie das Gebilde, was ich da bauen möchte, also einen Boden oder eine Treppe oder irgendwas, vielleicht nicht und dann fällst du halt einfach runter. Ich mag das nicht so gerne. Das hätte ich gerne unterbunden. Danke! Endlich kann ich reingehen in die nächste Schwimmrunde. Oh, wie geil. Hammermäßig. Ich hab so im Gefühl, dass diese Runde nicht mehr so ganz voll wird.
Ich habe das Gefühl, dass diese Runde nicht mehr so ganz voll wird. Also die erste Runde waren ja 100 Leute drin. Okay, ich bin auch als erster gestorben. Aber. Es gibt immer ein Aber. War halt nicht gut, die erste. Ne, okay. Dann, wenn ja, jemand mitkommt, 50-50, ich ihn nicht. Sondern muss dann damit leben, dass ich einen kleineren Blutpool habe. Also, schlechtere Waffen, kein Blutle und so weiter und so fort. Aber dann beschwere ich mich halt die ganze Runde darüber. Ist auch nicht so gut. Egal, wie man es macht, man macht das verkehrt. Ganz genau. Richtig. Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, ist, warum Epic Games... Ich demonstriere das einmal ganz kurz. Das ist der Skin, den Epic Games in Season 6 eingeführt hat. Und in Season 6 kamen auch die ersten NFL-Skins. Einen Moment, ich muss kurz unterbrechen, ich muss kurz was nachschauen. Warum gibt es jetzt zwei Keys? Warum gibt es jetzt zwei Keys für eine Runde? Oh, wie schlecht. Oh, ist das lost. Oh nein, da hat sich einer vertan. Er hat einfach noch einen Key reingepostet. Oh, ist das schlecht. Und mich damit auch noch unterbrochen. Gut. Das ist der Skin, der in Season 6 das erste Mal in den Fortnite-Shop kam. Und damals kamen auch die ganz normalen NFL-Skins, die ersten NFL-Skins. Ich verstehe nicht so ganz, warum Epic Games sich jetzt denkt, wir haben jetzt so einen Skin von den Schiedsrichtern rausgebracht, bringen wir einfach nochmal 7 weitere Schiedsrichter-Skins raus, im Ben, im Rodriguez, in Jerome und wie sie nicht alle heißen, Style. Also jeder einzelne Standard-No-Skin-Charakter hat jetzt auch einen Schiedsrichter-Skin-Charakter. Das verstehe ich jetzt nicht, aber es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen und Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann und verstehen kann. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen und konzentriere mich auf die nächste Runde. Punkt. Live-Event. Gucke ich immer nach oben? Macht gar keinen Sinn. Ich gucke immer nach oben, wenn ich hier aussteige. Ich weiß nicht wieso. Ich muss hinten abdrehen sogar. Ich muss hinten sogar abdrehen. Ich habe einen Revolver und nur eine Pistole. Und es sind überall um mich herum, sowohl da vorne als auch hinter mir. Nördlicher Seite. Gegner gelandet. Geht nicht. Ich muss abdrehen. Ich muss weg hin. Mixmax! Herzlich willkommen. Hallo. Schönen guten Abend. Wie sieht's aus? Alles gut? Bei mir ist alles gut, Mixi.
Bei mir ist alles gut. Bei mir ist soweit alles gut. Danke der Nachfrage. Wie es mit dem Corona-Bonus aussieht, aktuell sieht es nicht danach aus, dass wir oder dass ich nochmal einen bekomme. Kann natürlich vielleicht im nächsten Jahr, Anfang des Jahres vielleicht noch so sein, keine Ahnung. Jetzt bald steht erstmal Weihnachten vor der Tür, das heißt, hier gibt es erstmal Weihnachtsgeld, aber ansonsten wüsste ich nicht, wofür ich sonst noch irgendwo Geld kriegen würde. Ich meine, ich mache ja auch nichts. Ich tue ja auch gar nichts dafür das Jahr. Alles selbstverständlich. Ist doch alles normal. Ist doch alles wie vorher auch. Ist doch keine größeren Aufwände an. Es ist doch kein größerer Aufwand an irgendwelche Arbeitsbedingungen als sonst, oder? Ist doch alles normal. Alles gut. Aktuell sieht es nicht so aus, ne? Kann sein, dass die Regierung oder auch der Arbeitgeber an sich irgendwann noch mal auf die Idee kommt, ja, an sich wurde das schon was geleistet, so in der Pandemie. Da könnte man noch mal einen Bonus ausstellen, aber aktuell sieht es nicht danach aus, ne? Mal schauen. Aber das wird sich noch mal zuspitzen. Das wird sich noch mal richtig zuspitzen. Vor allen Dingen, wenn das Ganze über Weihnachten und auch, Weihnachten ist noch okay, finde ich, aber auch vor allen Dingen über Silvester gelockert wird. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut, dass es über Silvester gelockert wird, dass es Lockerungen von den Corona-Regeln über Silvester gibt. Das wird sich ganz, ganz negativ noch auswirken. Aber werden wir dann noch sehen. So, jetzt brauche ich Hilfe. Jetzt brauche ich Hilfe. Nicht beim Gameplay, sondern beim Aussprechen dieses Namens. KYXTY. Herzlich willkommen. Kixi vielleicht? Nee, Kixi ist falsch. Aber herzlich willkommen. Hallo. Da brauche ich Hilfe. Sowas kann ich nicht aussprechen. Leider. Das kann ich nicht. Leider nicht aussprechen. Sorry. Kixi! Never! Das war nicht richtig. Kann nie im Leben richtig gewesen sein. Ja, dann Kixi, herzlich willkommen. Oh shit. War doch richtig. Alles gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich jetzt noch ein bisschen was an Loot herbekommen sollte und könnte, weil meine AR ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Revolver hier spiele. Ich habe nur einen Biggie dabei. Auch das ist nicht wirklich irgendwas Gutes. Der große Burger aus Metall natürlich ist ebenfalls weg. Den hätte ich jetzt auch nicht ganz gebraucht, sondern nur ein bisschen was vom Burger. Aber ist okay. Kixi, ob man mitspielen kann? Tut mir leid, leider aktuell nicht. Mein Abend ist schon verplant. Ich spiele nämlich eigentlich jeden Abend solo, meistens immer Arena-Runde. Nicht Arena. Was rede ich hier? Solo-Stream-Runden. Oh, missgelöst. Ich guck trotzdem mal. Ich spiele jeden Abend meistens auch nicht Solo-Stream-Runden. Deswegen, mein Abend ist leider in der Hinsicht schon verplant. Mr. Sam TV, herzlich willkommen. Nice, einfach. Kann ich direkt wieder hochgehen und die Bandage kann usen. Ich glaube, ich sollte öfters mal einfach auch an meinem Movement ein bisschen arbeiten.
Hey. Fuck, also mit Dissolute werde ich halt. Ah, wie weit werde ich damit kommen? Ja, gut. Nicht so weit, glaube ich, ne? Nicht ganz so weit. Ich muss irgendwann natürlich für einen Kill gehen. Okay, das kann ich probieren. Ob das Ganze Früchte tragen wird. Wird sich dann sehen. Sniper. Ja, gib her. Ich habe nur einen Schuss. Ja, lass liegen. Boah, es ist schlimm. Es ist richtig schlimm. Und jetzt kriege ich auch noch Zonen-Damage, weil ich viel zu spät losgelaufen bin. Das ist auch noch sehr schlimm. Gut, egal. Es ist meine erste Scrim-Runde für den heutigen Abend. Da braucht man immer. Also ich brauche eigentlich immer 3 Scrim-Runden, um warm zu werden. Der Clou an der Sache ist, dass ich maximal 3 Scrim-Runden an einem Abend spiele. Irgendwas mache ich falsch. Weiß nur noch nicht was. Irgendwas mache ich falsch. Gut, egal. Wird das 3-Tier-Row hinten sein? Geh mal ganz stark davon aus, oder? Oh, echt? 3-Tier-Row? Hab ich gar nicht mit gerechnet. Was? Und ein 3-Tier-Row? Mensch. Das ist ein bisschen sehr schade, es läuft. Gerade so ein bisschen, nicht alles, aber so ein bisschen viel gegen mich. Munition sieht nicht optimal aus. Der Loot sieht nicht optimal aus. Meine HP-Anzahl sieht nicht optimal aus. Die Zone sieht nicht optimal aus. Irgendwie ist das noch sehr ausbaufähig. Und direkt auch 10 Munition mehr. Ich brauche eigentlich nur von einer Farmers auf eine M16 wechseln. Ich habe direkt 10 Schuss mehr zur Verfügung. Die Farmers hat, glaube ich, nur ein Magazin von 20 Schuss. Die M16 hingegen 30 Schuss. Alleine das ist einfach schon ein Riesenvorteil, den die M16 hat. 20 Schuss, das sprayst du zweimal drauf, vor allen Dingen, weil es halt auch eine Burst-Waffe ist. Die schießt zweimal, also du mit einem Anticken des Controllers, der R2-Taste, hast du halt einfach 2 Schuss dann vergeudet und das bringt dir halt eigentlich so gut wie gar nichts. Also sind 2. Man versteht, was ich damit sagen will. Burst ist einfach eine unfassbar beschissene Waffe und die soll einfach rausgehen. Weg mit der Burst. Geh einfach schnell raus aus dem Spiel, so wie ich jetzt schnell reingehe in die Zone. Na komm. Übrigens, wenn diese Zone angekommen ist, darf man sogar schon fighten. Normalerweise sitze ich jetzt schon mittig drin in der Zone und mache mir das gemütlich da, höre ein bisschen Musik, wenn ich ein Auto habe. Oder was weiß ich. Und jetzt laufe ich hier wirklich noch hinterher. Oh, oi. Okay.
Also, ich glaube, auf Maus und Tastatur kann man mit diesem Revolver besser aimen als auf dem Controller. Das ist nicht nur eine Glaubenssache. Ich weiß das sogar. Ich weiß das sogar, dass es so ist. Es ist keine Frage von irgendeinem Glauben, sondern es ist Fakt. Auf Maus und Tastatur kann man da natürlich damit auf der Range besser aimen. Ich habe das Ding jetzt trotzdem mitgenommen, weil ich könnte natürlich auf Close Range bestimmt auch einen guten Hit damit verteilen als MP-Ersatz sozusagen. Ja. Müssen wir selber da reinkommen. Ich weiß natürlich nicht, wo die nächste Zone ist, aber da muss ich dann. Wahrscheinlich da, oder? Was denn jetzt los? Warum wechselt der auf Maus und Tastatur? Warte mal. Fuck! Das ist, glaube ich, ein 40er-Hit oder so auf die Range, ne? Ansonsten nur die Stark Rifle. Also diese Stark Industries Waffe auf jeden Fall. Wenn die Zone über den Berg geht, bin ich auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht gut dran. Das wäre nicht optimal. Aber irgendwas ist mit meinem Controller hier falsch. Okay. Lass es bitte nicht über den Berg gehen. Oh, lass es bitte nicht runtergehen und dann wieder hoch. Oh nein. Muss meine Impulse, ich probiere natürlich immer meine Impulse so lange wie möglich aufzusparen. Also so lange wie möglich die Impulse im Inventar zu halten. Aber das klappt halt nicht immer, ne? Meistens sterbe ich dann mit Impulsis im Inventar. Das ist das Schlimmste sogar. Und ich dafür keine Muni dafür. Hallo.
Ui, da ist ein MP. Und da ist ein Lagerfeuer auch noch. Aber mäßig. Das Auto steht halt ein bisschen sehr gefährlich nah bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich nicht so, weil meine Box kann er dadurch komplett kaputt machen. Aber dann muss er aber viel raussprayen. Nee, alles gut. Da muss er aber lange draus sprayen. Macht er. Hä? Also über mir sind zwei Leute, ne? Naja. Über die linke Seite. LVP lässt sich umso besser spielen. Und LVP lässt sich immer umso besser spielen. Keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Schwierig. Schwierig, schwierig. Kaum was zu machen mit RWB, aber naja. Park. In dem Moment kann ich dann natürlich auch nicht mehr so aggressiv reingehen mit LVP, das ist denke ich mal auch klar.
Natürlich hätte es gut getan, wenn ich einen Kill bekommen hätte, aber wie? Ich habe ja einen noch, glaube ich, für 110 gehittet, in Shield Break. Wäre das vielleicht ein Lucky Kill geworden, okay, hätte ich mir vielleicht seinen Loot holen können, vielleicht hätte er Minis gehabt. Da wäre ich wieder annähernd dabei gewesen, aber was Großes hätte da relativ sicher nicht mehr entstehen können. Von daher relativ schade, aber egal, in 4 Minuten ist die nächste Spielrunde. Da gehe ich wieder ran. Phoenix. Hallo, hallo. Hey. Ich will nicht spielen. Link, ich tue das rein. I know it's a bad internet. So I live in Germany. We have... Overall. It's bad. Overall in Germany, it's a very bad internet. Very, very bad. In the whole country, the internet is very, very bad. Ich sag nur Deutsche Telekom. Nur der Fahrer bitte Jungs gemacht, alles gut. Hey, war top, Mann, ich war top. War top. Gerne wieder. War wirklich gut. Telekom war wirklich gut. Top. War richtig gut. Es fühlt sich auf einmal so flüssig an, ne? Wenn ich das gerade gespielt habe, das hat sich überhaupt gar nicht flüssig angefühlt. Und jetzt das hier, fühlt sich auf einmal so flüssig an. Das Ding ist, als würde ich jetzt mit, was gibt's noch, 120, nee, auf 60 FPS spielen. So fühlt sich das an, genauso. Phoenix, the German internet isn't good. I think in Chile, South America, it's a better internet than in Germany. I think Germany is only in the top 20 or 30 or 40 from the best states who had the best internet. Yeah. Germany is very, very bad. So, but it's okay. Sometimes in big cities it's okay, like Berlin or Hamburg, but not at the village. Das auf 60 FPS ist mir deutlich zu schlimm. Mag ich nicht. Warum nicht? 144 ist nice. Ja. Hey. Okay.
Coffee Break. Zeit für einen Tee. Zeit für einen Tee. Mal gucken, ob noch genug Leute reinkommen. 57 ist okay, wir sind auf einem guten Weg. Machen wir weiter so. Ach, wie lange dieser Scheiß hier noch drin bleiben soll, ich frag es mich auch nicht mehr. Es ist mir jetzt auch mittlerweile einfach egal. Ich weiß nicht, wie lange diese Scheiße da noch drin sein soll, aber lass sie einfach drin. Lass sie einfach drin, es ist mir egal. Es ist mir egal. Aber es ist einfach wirklich... richtiger Ranz. Das ist richtiger Schrott, den die hier einfach kaufen wollen. Diese scheiß Marvel-Figur. Ich habe nicht einen Skin von diesen Mist-Skins gekauft. Nicht einen. Bah. Die sind richtig widerlich. Das sind mir dann richtige Dorn im Auge. Es tut schon weh, wenn ich mir den Shop da unten angucke. Oh, in einem Monat ist Dreamhack. Woo, freuen wir uns schon auf, oder? Dreamhack! Nice. Und bis dahin ist scheinbar nichts, ne? Bis dahin ist scheinbar nichts. Bis zum Dreamhack-Turnier, was in 23 Tagen ist, also in 3 Wochen alle, ist nichts. Gar nichts. Es gibt keine Sachen gibt's da mehr. Nichts. Keine Turniere. Nur eine neue Season. Da muss man wieder hochspielen, Arena und so weiter. Alles gut. Machen wir auch dann, wenn es soweit ist. Aber es dauert noch 4 Tage. 5 eigentlich, 5. 4 Tage, 23 Stunden. Nächsten Dienstag ist es also soweit. Nächsten Dienstag kommt die neue Season, beziehungsweise das Live-Event. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr diese Abend. Vielleicht fällt es sogar in die Sendezeit, so ab 22 Uhr. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Wenn es so sein soll, dass es ein Live-Event gibt und danach ist eine Downtime, haben wir halt keine Sendung am Tag. Ich werde mir kein anderes Spiel reinzwängen, was mir keinen Spaß macht. Das Fortnite, wenn mir keinen Spaß macht, reicht schon vollkommen aus. Was leckt aber? Oh nee. Ist immer nicht so schön, ne? Ganz oben liegt nur einer. AR. Warum keine AR? Was? Da war mindestens ein Schuss drauf. Mindestens. Da war doch ein Schuss drauf, oder nicht? Ey. Kann mir doch keiner erzählen. Ich war doch da drauf. Ist doch scheiße. Scheiße ist es doch. Ist auch scheiße. Fuck, das war halt auch nicht clever, was ich jetzt gemacht habe. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Waffe, dieses LMG. Das kann big sein. Das
kann richtig, richtig stark sein. Das kann richtig, richtig stark sein mit seinen 100 Schuss da im Magazin. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt auch einfach mitnehmen. Ich werde das LMG mitnehmen, ich werde es spielen. Ich denke mal sowieso nicht, dass ich noch so viel Loot bekomme, dass ich dieses LMG unbedingt weglegen müsste. Aber naja. Pusht mich einfach. Weird, einfach weird. Was soll das? Keine Ahnung. Ach, macht doch, was er will's. Einfach wieder weird. Phoenix, why do you hate Fortnite? I think it's the best game ever. Yeah, ever. Yeah, doch. Yeah, ever. Ever is right. The best game ever. Yeah. I played it very, very often. I like this game. I like this game. But I can't tell you what you're watching me. I don't know. But that's nice, thank you. That's nice. And I think you can't understand me when I'm speaking German. When I'm speaking German, you can't understand me. So the most time you don't know what I'm talking. I don't know. Ich werde jetzt in dieses Haus übrigens reingehen. Und das Haus jetzt wirklich wahrhaftig looten. Mache ich jetzt. Ich muss es leider weglegen. Was? Sorry. The Royale community is bad? No. Yeah, you're right. The Fortnite community is very, very weird and bad at the same time, yeah. The community, I don't like the Fortnite community. The most of the Fortnite community that are, I don't know, 12 or 14 year old kiddies and they earn millions of dollars and they think they are the best people in the world. I don't know. That's weird. But you can't change it. Naja.
nichts machen. Ich werde noch ein bisschen Metall farmen, gucken, wo die nächste Zone ist. Mal gucken. Okay. Wo ist die nächste Zone? Das würde ich gerne wissen. Dann könnte ich mich halt da schon mal aufbauen. Könnte ich mich da schon mal platzieren. Ich weiß, in der letzten Runde, das war, hat mir nicht so gefallen, wie ich da so hinterher gehechtet bin in die Zone. Das war nichts für mich. Das möchte ich nicht nochmal machen. Ich möchte einfach mich da hinsetzen und warten. In mein Auto. Das steht, glaube ich, auch da vorne noch. Ich werde diesen Offroader werde ich gleich nehmen. Und damit dann zur Zone fahren. Einfach so, weil ich es kann. Ich Lust drauf habe. Oh! Bounce Pads! Mensch, wer die denn liegen lassen? Gibt's ja nicht. Okay, ich bin auf 200 AP. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß, wo die nächste Zone ist. Da werde ich mich hinsetzen. Und fertig. Los, Wixi, heute mal wieder gesehen im Chat seit lang. Kevin auch. Hallo, herzlich willkommen. Komm, ich geh jetzt. Scheiß drauf. Brauch nichts mehr. Herzlich willkommen. So, Copyright-Musik machen wir an, ne? Copyright-Musik machen wir an. Let's go. Hier, schmeiß mal Radio an. Richtig schön Ariana Grande oder sowas. Ja, genau, komm. Kann ich gerne mal davon aus in der Weekend League oder was gegen 200 E-Sportler. Ja, mit Messi geht das. Mit Messi kann man das gut machen. Ich glaube, dieser Messi, ich weiß es nicht genau, ich glaube, dieser Messi ist gar kein schlechter Spieler. Hey. Ich glaube, dieser Messi ist gar kein schlechter Spieler. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, der ist gar nicht, der soll ganz gut sein. Was ich sehr schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sache mit Maradona. Der war erst 60 Jahre alt und ist leider wirklich verstorben.
Maradona. Die Hand Gottes. Maradona. Aber war ein sehr, sehr guter Spieler. Natürlich hat er vielleicht teilweise auch Sachen gemacht, die nicht so ganz legal sind. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es da in Argentinien aussieht. Aber trotzdem war es ein sehr guter Fußballer. Nichtsdestotrotz. War noch ein Ticken höher, glaube ich. Aber natürlich, klar, muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie er gelebt hat, aber ich denke mal, er hat sein Leben schon genossen. Mit Ernährung und Rauchen und je nachdem, was er noch so für Substanz genommen hat. Gut, da kann man dann natürlich auch nicht allzu alt werden, ne? Danke übrigens, dass du mich gehittet hast. Ehrenmann. Moin! Fuck off, Junge. Tja. Wie schlecht einfach wieder. Ich war gerade am Aufbauen da. Was soll denn das? Ich war gerade am Aufbauen. Fuck. Und der ist da halt noch, ne? Der kommt wahrscheinlich jetzt wieder mit seiner Spaß. Der W-Kid einfach jeden, der ihn vor die Flinte läuft. Ist geil. Gefällt mir richtig gut. Nächste bin ich dann wahrscheinlich wieder. Bin mir sicher. Gamma. Obito. Mhm. Achso, aber man darf übrigens auch pushen ab jetzt. Ist alles gut. Naja. Wieder schon reingehauen. Sonst. Die Tage wieder. Fuck. Ah, Bonnie. Ja, ich hab's gerade, man darf natürlich die Leute pushen, klar. Darf man natürlich. Logisch. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich machen soll. Ich warte einfach erstmal ab, wie immer. Ich warte erstmal ab, wo die nächste Zone ist. Ist ja dann auch schon die. Nee, ist er noch nicht. Alles gut. Nicht vertan. Ich warte einfach erstmal ab. Cause I need you here with me every day. Ja, gut, für eine Doku von Maradona weiß ich nicht, ob ich da nochmal irgendwann Zeit für finde. Da bin ich mir aber ganz unschlüssig. Ob ich da noch irgendwann mal Zeit für finde. Sei ich noch drin hier? Nee. Alles gut. Ja. Ja, sogar kein schlechter Loot, ne? Der jetzt rumliegt einfach so. Passiert mir aber in, muss ich ganz ehrlich, passiert mir halt in Turnieren auch richtig oft. Dass einfach mal so random so ein bisschen Loot hier rumliegt. Passiert mir ganz oft in irgendwelchen Turnieren, in irgendwelchen Cups. Das ist geil, also ist keine Seltenheit. Das ist einfach so eine goldene Spaß. Drei Impulse-Nades. Eine blaue AR. Das passiert oft, dass es einfach mal so random hier rumliegt.
Das ist keine Seltenheit. Ah, fuck, ich wollte einfach hochbauen. Nicht so geklappt. Das ist keine Seltenheit, das passiert schon des Öfteren mal. Ja, was habe ich hier gebaut? Na, hör mal. Phoenix, see you. I know it. I know a very bad internet. It's Zum Haare raufen ist das. Naja, ist nicht so nice. Ah, der Aim ist es auf Distanz, ne? Ich werd nicht mehr. Was soll ich denn da machen? Ist sogar drin in der Zone. Das sieht halt einfach aus wie eine Arena-Runde, ist es aber eigentlich nicht. Es ist wirklich eine Scrim-Runde, ne? Ist es gar nicht. Das wäre eher hoch als weit. Oh, ey. Warum ist das so heute? Dass er einfach auf Maus und Tastatur switcht. Ja, du bist halt dann eklig wieder von allen Seiten gesprayt. Das Ding ist halt, wenn die Lobby halt nicht so stacked ist, wie es jetzt da gerade der Fall war, ist aber auch in stackteren Lobbys ist es noch schlimmer. Natürlich wirst du dann noch mehr gesprayt, aber da war es jetzt von links, von vorne und von hinten. War jetzt nicht so gut, war ich jetzt genau in der Mitte. Hat nicht so hingehauen. Ist halt dann immer ein bisschen unlucky. Wenn du gesprayt wirst, von drei Seiten dann auch von allen Dingen und du alleine bist, du kannst halt so schnell nicht gegenbauen. Du kriegst halt entweder von vorne oder von hinten einen Hit durch, weil vorne und hinten gleichzeitig kann man nicht bauen. Gibt's nicht so eine Einstellung. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich, aber gut, was willst du machen? Wir haben heute wieder 3 Scrim-Runden gehabt. War keine atemberaubende Runde dabei, war aber okay. Wir machen genau da weiter, wo wir diese Woche aufgehört haben.
am Montag. Das ist übrigens der letzte Tag der aktuellen Season. Dienstag kommt die neue Season mit dem Live-Event, was Dienstagabend stattfindet. Bin gespannt. Wir gehen jetzt ins Wochenende. Ich sag jetzt Tschüss. Den Shop brauchen wir nicht nochmal zeigen, oder? Brauchen wir den nochmal zeigen, oder? Den Shop? Den Shop brauchen wir den nochmal zeigen. Ist alles gut. Müssen wir nicht. Ist eigentlich völlig unnötig, was hier alles im Shop drin ist. Müssen wir nicht zeigen. Müssen wir nicht zeigen. Müssen wir doch einfach. Müssen wir doch gar nicht zeigen. Müssen wir doch nicht zeigen. Ist doch alles gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Am Montag geht's weiter um 22 Uhr. Da ist übrigens immer noch, ne, der letzte Tag der Season. Ich freue mich drauf auf die neue Season. Da muss man sich wieder hochspielen. Ab Dienstag im Live-Event. Wir sind gespannt, was da kommt. Ich wünsche noch ein angenehmes und schönes Wochenende. Schönen Abend noch. Und bis Montag 22 Uhr. Ciao, tschüss. Wir sehen uns. Yalla, goodbye.